Hey Clasher, Queen Charge Lalo ist noch die meistgenutzte Queen Charge Variation in der oberen Legende. Obwohl wir jetzt Schweinereiter und Superschweinereiter haben mit neuem Level bzw. der allgemeinen Hinzufügung der Superschweinereiter, ist Queen Charge Lalo immer noch super dominant. Wir sehen das hier wunderbar in der Grafik. Wir sehen Nummer 1 Queen Charge Strategie auf Platz 4 mit 11,5% der letzten Saison in Top 200 global ist Queen Charge Lalo. Und genau deswegen nutzen wir es doch einfach mal und schauen, wie so die Angriffe laufen. Box Space haben wir hier, der Box Space. Okay, wir haben, okay, das ist noch ein Single Inferno Turm. Ich wollte gerade sagen, Single Inferno Turm und drei, Wutum und drei Multis, das wollte ich sagen. Aber wir haben ja ein Gift und zwei Multi und nur ein Single. Okay. Wie machen wir das dann? Wie kriegen wir das hier irgendwie unter? Ich würde behaupten, wir versuchen dennoch die Multi-Inferno-Türme zu chargen. Frage jetzt ist, wie dann der nächste Schritt ist. Erstmal hier, glaube ich, kurz gefunnelt. Heiler sind immer eine recht gute Idee bei Queen Charges. Müssen wir auf die Königin aufpassen, weil sobald der Wächter mit drauf ist, haben wir ein Problem. Und das Problem nennt sich Schaden. Da ist eine Menge Schaden vorhanden. Und auf Radars 15 gibt es davon nicht zu wenig. Und das neue Heiler-Level bringt gefühlt dabei nicht wirklich sehr viel. So. Königin, bitte lauf gleich zurück. Jawohl, sie dreht sie einmal kurz um. Und das sieht doch bisher schon mal gar nicht schlecht aus. So, König läuft hier rein, Herr Tanta mit dabei. Das sieht bis hierhin sehr, sehr gut für uns aus. Wenn der König auch noch das Streukatapult bekommt. Das wäre natürlich jetzt ein absolutes Träumchen. Ich das schnell weg, bevor die Klamburg. Streukatapult, jawollo. Absolut genial für uns gerade. So, Königin kommt nicht an den Single-Inferno-Turm ran. Allerdings ist der so weit in der Base drin, das ist auch kein... Moment, halt, stopp, der Kollege hat Superbogenschützen drin. Was hab ich denn jetzt verpasst? Aber Königin müsste eigentlich wieder rauslaufen, ne? Ja, perfekt. Sehr schön. Blutzauber hier gleich für die gegnerischen König. Und dann würde ich sagen, spielen wir auch gleich den Zeppelin fürs Rathaus. Soweit, so gut. Oh Gott, mein Hater hat aber einen sehr, sehr schlechten Tag heute erwischt, glaube ich. Okay, Superbogenschütze wird eliminiert. Das ist gut für uns. Okay, Königin läuft dann gleich hier weiter rum. Ich glaube, hier können wir dann gleich reinbrechen nochmal. Vielleicht 1, 2, Magier hier mit dazu. Nächster Mauerbrecher kommt dann gleich zum Multi. Und damit kommen wir doch an den Single-Inferno-Turm auch dran. Und wenn wir dann nochmal reinbrechen, kommen wir sogar noch weiter. Wir müssen jetzt nur gleich demnächst anfangen, hier weiter zu arbeiten. Wo kommt der nächste Mauerbrecher? Wann und wo kommt der nächste Mauerbrecher? Beim Luftfeger am besten, oder? So, so. Und dann... Jetzt, oh mein Gott. Schaut euch den an. Perfekt. Perfektion. So, was ist aber hier? Oh Gott, Perfektion. So semi, weil meine ganzen Heiler weg sind. Egal, Lalo jetzt hier gestartet. 50 Sekunden Lalo, gar kein Problem für uns. Minions haben wir ja ordentlich welche mit dabei. Wächterfähigkeit. Den Wutzauber, den Wutzauber nutzen wir direkt hier. So, Frostzauber. Gladiatoren hinten raus. So. Ich hatte eigentlich gehofft, dass meine Ballons durch das Ganze eher, ja, wie soll ich sagen, den Gift des Rathauses umgehen und nicht da nochmal extra reinfliegen. Aber okay, man kann anscheinend auch nicht immer alles haben. Der Tante als Aufräumtruppe. Aber ich glaube, hier wird das hinten raus ein Zeitproblem werden, oder? Gladiatorenfähigkeit. Es wird, oder kann die Zeit reichen? Ne, ist einfach ein Zeitproblem. Ah, oh, die roten Minen für unsere Heiler. Wenn die Königin hier am Leben bleibt oder wenn meine ganzen Ballons sich in das Rathaus reinfliegen, eins von beiden, wäre absolut genial gewesen. Aber ihr seht, glaube ich, warum es eine der schwierigsten Strategien ist. Aber man hat einfach so viel Kontrolle. Aber es ist dennoch einfach so schwer. Aber wir geben nicht auf, wir machen direkt weiter. Okay, wir haben Anti 3, oder? Ja, sieht so ein bisschen nach Anti-3-Sternedorf aus. Was kriegen wir hier hin? Normalerweise bei Anti-3-Sternedörfern war ich immer oder bin ich mal ein großer Freund davon, mit Log-Launcher anzugreifen. Allerdings spielen wir aktuell Drachenreiter, weswegen ich das Ganze, glaube ich, erst dann wieder verwerfe. Aber ich denke, was wir hier machen können, ist Richtung Rathaus zu laufen. Ich habe, glaube ich, eine gute Idee. Das heißt, Königin starten wir hier. Sollte innerhalb der Reichweite des Flingers sein, genau so ist es. Ja, innerhalb des Minenwerfers sein. Testballon, Heiler. Meine Königin darf jetzt nicht zu schnell sich bewegen, aber ich muss, glaube ich, hier gleich einen Wutzauber schmeißen. So, sehr schön, sehr schön. Der Minenwerfer muss auf... Oh no. Der muss auf meiner Königin draufbleiben und ich wollte, dass meine Königin eigentlich außenrum läuft. Ja gut.
Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Königin, du solltest eigentlich außenrum. Naja, gut, okay. Haben wir gleich hier Magier. Bitte, Königin, lauf zumindest zum Rathaus. Das wäre doch hier fabulös. Das wäre ganz, ganz toll. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, wie wir das hier vielleicht weitermachen. Aber soweit ansonsten schon mal gar nicht so verkehrt aus, wenn ich ehrlich bin, überraschenderweise. Mauerbrecher klappt auch perfekt. Sehr gut. Und ich hoffe, dass der Multi-Inferno-Turm halt jetzt rausgenommen wird durch meinen Flinger früher oder später. Das zumindest war der Plan. So im Groben. Gucken, ob das Ganze trotzdem so funktioniert. Königin bisher erstmal hier gut mit dabei. Wir können, glaube ich, hier zwei Sneaky Goblins spielen, um die Königin wieder reinzudrücken. Testballon natürlich immer gerne gesehen. Und dann können wir, glaube ich, oben in den Adler gleich den König reinspielen. Und wo spielen wir den rein, ist jetzt die Frage. König, König, König. Unten? Moment, ich könnte ihn unten benutzen, um die Königin wieder weiter reinzudrücken. Jawohl, das machen wir. Das machen wir. Sneaky Goblin hier unten mit dazu. Und dann passt das Ganze schon irgendwie. So weit, so gut. Der Flinger nimmt den Multi raus, genauso wie wir es erhofft haben. Sehr, sehr geil für mich. Und dann geht es ja gleich hinter das Rathaus. Wird natürlich gleich den Schweinereiter benutzen. Richtung Luftfeger. Ja gut, Luftfeger war das jetzt nicht unbedingt, aber gut. Damit sollten wir zumindest den Giftturm auslösen, glaube ich. Und die Klamo vielleicht auch schon locken oder so. Zumindest zum Teil haben wir sie gelockt. Es scheint eine Super-Mini-Klamo zu sein. Das ist dann nicht ganz so schlimm für mich. So, dann würde ich behaupten, starten wir den Lalo hier oben gleich. So. Oh, sauber. Und jetzt müssen wir hier oben den Lalo starten. Ansonsten haben wir schon wieder ein Zeitproblemchen. So, Minis direkt hinterher. Königin hier mit dabei. Unsichtbarkeitszauber. Headhunter mit dazu. Und jetzt hier oben gleich weiter rund. Drachenreiter wird leider anvisiert vom Single-Fernturm, ist okay. Heilzauber. Headhunter der nächste für die gegnerische Königin. Mein Wächter muss natürlich jetzt noch perfekt folgen. Wächterfähigkeit jetzt, wunderbar. Noch 6 Ballons. Ich glaube jeweils 3. 3 hier. Mauerbrecher. Frostzauber. Das sieht auch gut aus. 20 Sekunden, das sollte reichen. Auch wenn wir gefühlt bei 50 Sekunden angefangen haben mit dem Lado. Königinfähigkeit noch. Ja, es reicht. Wir haben nichts übersehen an Ecken. Let's go! Let's go! Hat am Ende perfekt funktioniert. Auch wenn meine Königin einen kleinen Umweg gemacht hat. Aber der Angriff lief auch jetzt richtig gut. Und so läuft es hoffentlich direkt weiter. Boxspace natürlich wieder mit den beiden Wuttürmen. Eieieiei. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wie genau gehen wir das aber an? Das ist die nächste Frage. Wir haben den Minenwerfer hier. Ich denke, wir müssen auch immer das Rathaus chargen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Aber lass uns das mal hier einigermaßen probieren. Flinger können wir, glaube ich, für Streukatapult benutzen. Lass einfach schon mal dazusetzen. Minenwerfer sollte eigentlich, denke ich zumindest, auf die Königin gehen. Das heißt, der ist getankt und wir haben keine Probleme hier. Ich glaube, schon mal einen Minion kann ich hier hinsetzen. Muss ich aufpassen. Wächter alleine sorgt schon dafür, dass Königinnen auf jeden Fall gerne auch mal sterben. Deswegen hier schön den Zauber genutzt. Jetzt sollte meine Königin genau wunderbar zum Rados gehen. Und der Flinger sollte früher oder später zum Streukatapult gehen. So zumindest die Theorie. Ob es am Ende so funktioniert, ist wieder eine ganz, ganz andere Frage. Aber mal gucken. König kommt zu uns, bevor wir aufs Rados gehen. Schaden. Viel. Mayday. Halt, stopp. Schaden. Okay, Frost, aber brauchen wir auf jeden Fall gleich auch. Machen wir doch einfach mal. Der Wutschirm geht los, aber soweit alles gut. König nutzen wir einfach mal hier, um die Königin wieder reinzudrücken. Oh Gott, gleich 2 schwarze Minen. Gucken, ob wir hier noch mehr schwarze Minen unterwegs sind. Königin gleich wieder mit dem Wutzauber benutzt oder kombiniert. Boah, Königinfähigkeit. So viel Schaden, das ist so verrückt. So. Der König muss zum Streukatapult rein. Das wäre zumindest hier aktuell mein Träumchen. Und dann können wir gleich schauen, dass wir irgendwie ins Zentrum. Okay, erster Mauerbrecher. Zum Multi würde ich ganz gern brechen. Mauerbrecher. Zum Multi. Genau, genau dahin. Perfekt. Der erste Eiskugel. Der darf jetzt nicht platzen. Der hilft nach. Nein. Okay, Mauerbrecher. Aber er kommt an. Sehr gut. König gezündet oben. Nutzen wir hier einen Frost. Nein, wir brauchen keinen Frostzauber dafür. 1 Minute und 18 Sekunden. Leute, ich muss mit der Zeit aufpassen. Meine Königin. Sieht aber aktuell erstmal noch okay aus. Ich nutze einfach. Ich starte hier unten. So. So, Herr Tanta. Rock den Wutzauber bei der Königin.
glaube schon, wegen den ganzen Sachen hier. Okay. Wächterfähigkeit. Luftfeger sind gleich weg. Frostzauber ist gleich auf den Multi hinten raus. Wichtig und richtig. Nächster Frostzauber hier hinten auf den Multi raus. Komm schon, komm schon. Das sind jetzt hier die drei, die ich brauche, oder? Gladiatorenfähigkeit, wo ist die? Okay, der ist weg. Frost haben wir nicht mehr. Wir haben noch... Nee. Nicht schon wieder Zeitfell. Wir haben nichts mehr in den Ecken. Das ist gut, das ist gut. Oben Minions alle mit dazu. Gladiatorin, die muss am Leben bleiben. Dafür brauchen wir gegebenenfalls den Unsichtbarkeitszauber. 18 Sekunden. Nee. Das sind diesmal keine... Das ist kein Zeitproblem. Der Angriff war schon wieder so sauber, glaube ich. Diesmal sind es drei mit Swag. Let's go. Let's go. Ich kann ja doch noch mit Green Charge Lado angreifen. Alter, aber die Fehlertoleranz bei dieser Strategie ist so unfassbar, unfassbar. Es muss alles perfekt laufen, um am Ende wirklich keine Probleme zu haben, was die Zeit angeht, was die Power angeht. Es ist verrückt. Für mich immer noch sehr überraschend, dass so krass viele in der Legende das oben spielen. Ich denke, es werden primär Pros sein, die einfach für Matches üben wollen oder ähnliches. Ich denke auf jeden Fall, wenn ihr eine Queen-Charge-Strategie anfassen möchtet, ich kann euch auf jeden Fall eher dort Hybrid oder eben die Zwillingsschweinreiter-Strategie empfehlen. Queen Charge Lalo ist sehr stark, aber auch sehr schwer. Ich hoffe dennoch, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Bis zum nächsten Mal rein. Und natürlich wie immer. Tschüss.